Scheiß drauf. Liebe Leute, es gibt ein neues GTA Online Update und das bedeutet natürlich auch neuer Content für Lucky 5. Neue Autos sind da und die gucken wir uns jetzt teilweise hier gemeinsam im Stream an. Denn ich werde euch mal zeigen, welches Auto möglicherweise Walter Weiß sein nächstes Fahrzeug wird. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Und ihr seht, ja, GTA Online Update bedeutet meistens auch, dass die Mods alle wieder zurückgesetzt werden. Wir haben jetzt kein MVE gerade installiert. Ja, es ist ganz normales Vanilla-GTA, was man auch direkt an der Performance merkt. Außer die Straßentexturen, die sind... Warte mal, ist eigentlich die Karte auch? Ach, die Karte ist noch geblieben. Der NVE ist raus und und EMB ist raus, aber dafür läuft das Game 12 Millionen Mal flüssiger. Geisteskrank. So, wir fahren jetzt erstmal zum Airport und da spawne ich die Fahrzeuge mal. Ganz kurz so, Leute, ich spawne die jetzt nicht und stecke mir die in die Tasche. Das ist einfach nur, um euch die Autos mal zu zeigen. Die ist jetzt mit dem kommenden GTA Online Update, die es mit dem GTA kommenden Update geben wird oder gegeben hat. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr da seid. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Und wir sind heute ein bisschen länger da, aber nicht allzu lang. Und dann schauen wir mal. Ich habe ja aktuell einen Sub-Goal am Lauf. Ich habe gesagt, wenn ich 3500 Subs erreiche, machen wir einen 12 Stunden GTA RP Stream. Und dummerweise habe ich gesagt, dass ich bei 4000 Subs einen 16 Stunden Rainbow Six Stream mache. Ich hoffe also niemals, dass wir das erreichen, weil wer heute Rainbow Six gesehen hat, der weiß, wohin die Reise gegangen ist. Einfach geil an dieser Stelle das neue Update. Mal ein Gruß der Wahlfamilie Blasender Wahl 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 Blasender. Gut, haben wir das dann auch. Ist ja nicht so, dass ich ohnehin schon genervt bin. Da machen wir das natürlich auch noch. So. Genau, wir fahren jetzt einmal zurück, kurz runter zum Flughafen und da spawne ich euch die Autos mal. Ich habe leider durch das Update natürlich hier und da noch ein paar Bugs, ja, die auftreten können, aber sonst sollte eigentlich alles butterweich laufen. Ich finde es schade, dass Rockstar Games das Update von der PlayStation 5, das Grafik-Update mit den neuen Texturen und so weiter, mit besserem Licht und Kantenglättung nicht auch für PC bringt, ne? Weil NVE ist total inperformant, Alter. Da war Quant V schon besser. Weißt du, was mich bei Quant V aber nervt? Das finde ich bei NVE geiler, wenn man bremst, ne? Dass das Rückleuchten und so sehen alle viel geiler aus und Sirenen und so. Viel geiler aus. Fifia, dankeschön. Mafuyu GG1. Warte mal, können die Autos auch hier spawnen? Dann machen wir das im Tier. Ja, guck mal, hier siehst du, das sieht nicht so cool aus, finde ich. Das ist bei NVE, die sind die Lichter irgendwie geiler. Aber vielleicht werde ich wieder auf Quant V wechseln, weil das läuft meiner Meinung nach deutlich besser. Und du kannst auf hohe Grafik-Einstellungen spielen. Das for Return. Okay. Das passt ja. So. Quant V wäre es besser, ne? Pass auf, ich spawn jetzt mal zum Beispiel das Auto, was Walter sich kaufen würde. Cool. Geht nicht. Was ist denn die Bezeichnung auf dem Server? Das ist ein neues Auto. Den wird Walter sich nicht kaufen, aber der ist zum Beispiel neu. Ja, das sind die Autos alle aus GTA Online, die jetzt mit dem Patch kamen. Ich zeige euch die jetzt einfach mal. Ich hoffe, das Team entfernt die dann auch gleich wieder. Der ist zum Beispiel ganz cool, ne? So, die Autos kommen jetzt. Das sind halt alle neuen Fahrzeuge, die es in GTA Online gibt. Sollen wir die mal alle spawnen? Wollt ihr die mal alle sehen? Es sind auch Autos dabei, die noch nicht in GTA Online released sind. Ne? Die noch nicht released sind. Die jetzt alle nach und nach kommen. Wir haben die schon alle auf dem Server. Pass auf, den haben wir. Warte mal, wie kann ich die Autos denn spawnen ohne Schlüssel? VEH ist besser, ne? Jasmin, oder? Weil ich will nicht überall den Schlüssel haben.
Oh! Ist jetzt Admin dran? Ja. Warum nicht Testserver? Warum? Oh, scheißegal. Oh! Der ist wild. Der ist wild, ne? Alter, der ist nicht mal getuned. Okay. Haben wir tatsächlich Launch Control? Geht das denn inzwischen? Haben wir denn tatsächlich auch schon die Tuning-Parts dafür auf dem Server? Für die Autos? Da ist der so. Kommt der? Ist der so mit Bodykit und so? Warte mal, wir haben doch Launch Control, ne? Fahrzeug mit dem Kennzeichen Admin konnte nicht gefunden werden. Ach krass! Guck mal, das Launch Control. Dann wie gesagt, alle Fahrzeuge, die es in GTA Online gibt, die haben wir schon auf dem Server. For free. Dafür kaufe ich mir doch keine 300 Euro Sharkcards. Spawn ich einfach auf Lucky 5. So. So. Dann haben wir. Wechsle ich denn die Farbe? Muss ich ja White hinterschreiben? Geht das? Oh! Look at this sexy, beautiful girl! Hat das Auto das Grund auf immer auf. Boah! Findet ihr den Wagen? Ist geil, wenn du drin sitzt, so, ne? Die Blinker gehen irgendwie nicht mehr. Kann das sein? Okay, machen wir mal weiter. Meins ist jetzt nicht, sieht aus wie ein Auto mit Nasenlöchern. Okay. Boah, das sind viele Autos, Leute. Soll ich die jetzt alle spawnen? Wollt ihr die alle sehen? Joso 3. Ach du Scheiße. Aber den Cap. Aber. Nö, was ist daran jetzt neu? Ich kann nicht fahren. Weil ich auf dem Beifahrersitz sitze und kann den Motor anmachen. Okay. Ist es daran jetzt anders? Was ist jetzt hier an dem Brio so anders? Bisschen breiter, ne? Ja. Dankeschön an Maki für deinen Sub. Ja, der ist breiter. Ja, den haben wir auch. Oh Gott, das sind noch so viele, Leute. Na, werden wir noch... was ist hier mit der Performance los? So. Corsita. Oh, Alter. Ach, den haben wir schon, ne? Den haben wir doch gerade gespawnt. Ich drücke immer aus Reflex. Doch der hier vorne steht. Ah. Den brauche ich euch jetzt nicht mehr zeigen, aber die Konfi ist wild. Ich stelle die mal alle nebeneinander, dann zeige ich euch gleich. Zeige ich euch die Autos gleich alle mal. So, dann haben wir noch. Oh Gott, wie schreibt man den denn? Augur. Leck mir mal. Ja. Das war ein Sub. Fett Phil, dankeschön. Hier sehe ich wieder Offroad-Touren drin, ne? The Paradise.
Okay, den haben wir auch. Kommt der nächste. Das finde ich geil, das Auto. Das ist ein Auto, was sich auch ein ganz normaler Bürger besorgen kann. Aber die Blinker gehen nicht mehr. Ach doch, hier gehen die. Ich finde, den kann sich ein ganz normaler Bürger auch leisten. Schön Honda Civic Verschnitt, ne? Den sehe ich in South LS und so, sehe ich den oft. Der ist für South LS und so weiter, übelst geil. Mir fällt keine coole Message ein, also schieße ich einfach wild hier rum. Ich will lange. Von Schlag. So. Gute. Den sehe ich auch in South LS. Ey, das sind so geile Autos, die so für die Mittelleute auch geil sind. So für die Leute, die nicht so viel Geld haben. Aber mit solchen Autos. Alter, was ist das für ein Innenraum? Ach klar, ist ein Vorder. Guck mal! Der ist Vorderantrieb, Junge. Ja, ist ja klar. Ist ja klar. Leute, danke für die ganzen Subs. Iggy, danke schön für 12 Monate. Ihr wollt den 12 Stunden GTA-Stream, ne? Ich merke das schon. Warte mal, jetzt haben wir das. Jetzt kommt... Borero 2. Yo! Alter, einfach so ein Lambo. Oh! Oi! Oi! Da fällt der Flügel auch aus. Warte mal. Wild. Okay. Oh mein... Ey, ich finde das bei Rockstar Games ja schon echt frech langsam, ne? Die geben sich ja nicht mal mehr die Mühe, die Autos selber zu designen. Das sind einfach Real-Life-Autos, die sie einfach umbenennen. Ah, ich liebe es. Das ist einfach Camaro, Junge. Einfach 1:1, Junge. Guck's dir an. Bild. Ey, ist Auto für Walter. Kommt jetzt. Jetzt kommt Walter Weiß sein Auto. Wo sind wir denn hier? Warum gibt's den denn nicht? Das coolste Auto gibt's nicht auf dem Server oder was? Willst du mich verarschen? Ey, wie heißt denn der? Der heißt doch im 87. Kann er nicht spawnen. Im 87. Warte mal, mach ich mal ganz kurz hier die Türen zu. Ach, LM vielleicht. Ah, ja gut, das sieht man hier nicht so gut. Warte mal. Geht auch nicht. LM? 87. Da ist er. Okay, den meine ich nicht. Den meine ich jetzt nicht. Da sehe ich Walter eher weniger drin. Boah. Damit könnte man eine Rennserie auf dem Server machen. Alter. Boah.
ist ein Le Mans-Fahrzeug, ne? Alter, wie schnell fährt der? Warte mal. Ich hoffe, es kommt kein Cop. Wir verfolgen, wir haben eine 1060 mit dem Wagen Admin. Warte mal, habe ich hier was zu essen? Nein. Doch, Lamatschun. Oh. Der Sound, ne? Ja, ist der Live-Server. Bisschen Thrill muss sein. Jetzt guck mal, wie schnell der fahren kann. Ist ja gerade keiner, ne? Alter! Wobei, so schnell ist er gar nicht. Ich glaube, den müssen wir auch händisch anpassen. Ich glaube, den müssen wir noch händisch anpassen, oder? Das Handling von dem ist ultra geil. Ah! Wo war denn das jetzt? Scheiße. Hier links. Wo ist denn dieser Parkplatz? Scheiße. Hä? Wo muss ich jetzt links? Ah, Chat. Kuss. Kuss geht raus. Oh, erstmal was essen. So, was war das jetzt? Achso, jetzt kommt Tenf. Okay. Enf. Oh! Was ist das dann da? Eine R8? Eine neue? Einfach eine R8. Ja, wie die das Auto einfach... Das ist ja geisteskrank. Die haben das Auto ja einfach 1:1. Guck's dir an. Eins zu eins nachgebaut. Okay. Haben wir den auch? Gibt aber noch Tempf 2. Was ist das denn? Cabrio? Ach, mit Bodykit. Ohne Bodykit besser.
Aber der hat mehr Power, ne? Ja, der hat auf jeden Fall. Der ist schon wild. Der wohl kosten wird auf dem Server. 200, 300.000. Jetzt kommt, glaube ich, Walters Auto. Hört man den? Ja. Oh, nee. Dreier-Kombi. Einfach ein Dreier-Kombi. Aber es ist kein... Doch. Könnte ein M3 Touring sein. Boah, Alter. Was geht mit dem? Es ist einfach originaler Dreier Touring. Aber sein Handling ist übel scheiße. Dankeschön für die Subs, Leute. Dankeschön, Dankeschön. Inventory, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. 2000, Dankeschön. Mein Handling ist ja übel scheiße. Wir sind gleich durch. Onada. Econ. Den sehe ich fürs PD, ne? Den mit einem schönen PD-Design. Oh. Kann man denn die Türen zumachen? Ne, die bleiben auf, ne? Ja, der wäre perfekt fürs PD, finde ich. Aber müsste ich mal dem Mr. Livery Bescheid sagen. Der ist geil, Leute, ne? Ja, Fire Department und LSPD. Mal das Homeland. Dartsalwinden, guck doch. Ja, kann man, das spielt man halt so aus. Okay, haben wir auch. Jetzt kommt noch was. Warte. Greenwood. Boah, Alter. Warte, den müssen wir anders spawnen. Huch. Der ist geil, ne? Alter Junge. Gibt es auch neue MLOs durch das GTA Online Update? Also neue Gebäude, die wir sehen können? Dann können wir einfach das ganze GTA Online Update gucken wir uns einfach hier jetzt an. So. Ja, hier, oh, Alter, das ist eine Black Series von Mercedes, ne? Junge, das ist ja wild. Der ist ja wild.
Eck geil, Front scheiße. Der muss aber eigentlich in Silber sein. Ja, safe, Digga. Der muss echt in Silber sein. Oh. Beinahe in Walters Auto reingefahren. Ich habe jetzt gleich noch was zu anzukündigen, Leute. Wegen den Autos. Da wird gleich noch was Wichtiges kommen. So, jetzt haben wir noch den... Was ist das denn? Hier sehe ich Walter mit rumfahren. Penderos! Das ist Frau Turners Nase als Auto. So, tatsächlich haben wir aber ein Fahrzeug vergessen. Ich glaube, das ist der erste, den haben wir vergessen. Ich glaube, den haben wir vergessen. Nee, warte mal, wen haben wir vergessen? Haben wir den hier? Ah, das, den meine ich. Das hier wird Walter sein Auto, sein neues. Einfach e-tron GT in GTA drin, Alter. Junge, guck dir das mal an. Die haben einfach das Auto, haben die einfach geklont, 1:1 und in GTA reingebracht. Ein Elektrowagen. Das ist geisteskrank. Das wird Walter sein neuer Wagen. Ich finde den geil, ne? Was findet ihr geiler, den Pfister oder den hier? Er hat einen Viersitzer. Ein Blinker? Er hat sogar Blinker, guck mal. Oh. Ne, ich habe jetzt alle Autos gespawnt. Habe ich irgendeins vergessen? Krasse Beschleunigung, ne? Boah, Alter. Sehe ich auch ein bisschen so als PD-Fahrzeug. Die können alle eigentlich schneller fahren. Wir passen ja jedes Auto einzeln am Handling an, weißt du? Die sind alle noch nicht angepasst. Ja, bei PD sehe ich den BMW als Kombi. Ja, weil sowas hat das PD gar nicht. Kombi-Autos. Das wird weil dieser neue Wagen, Alter. Hier kann man mal den Vergleich sehen. Oh. Rechts ist Walters aktuelles Auto und ich finde, links könnte sein neuer Wagen werden. So, dann gucken wir uns tatsächlich mal alle Autos mal an, die neu sind. Wir haben jetzt alle neuen Fahrzeuge aus dem GTA Online Update hier gespawnt. Ja, ihn hier. Ihn hier. Ihn hier. Ich laufe einmal durch. Welchen findet ihr am geilsten, Leute? Das sind alle neuen Fahrzeuge, die jetzt auf den Server kommen.
Ich laufe nochmal ab, damit ihr es nochmal aus der anderen Perspektive sehen könnt. Und die Autohäuser auf dem Server kriegen die Fahrzeuge jetzt nach und nach. So. Ich glaube, die sind alle abgeschlossen, ne? Da muss der Support die gleich mal wieder löschen. So, dann fahren wir mal zur Arbeit, ne? Dreht instant Bann. Warte, dann drüben parke ich auch noch ganz gut. Was wird der E-Tron wohl kosten? Der wird ja wohl nicht mehr kosten als der Pfister, oder? Oh, ich glaube nicht, dass der mehr kosten wird als der Pfister. Bin ich hier einfach praktisch schon cooler, weil es ein Viertürer ist. Und ich glaube, den in matt-weiß... Ach, guck mal, die Autos jetzt, pass auf. Magie, Leute! Ey! So. Schon ist der Traum wieder vorbei.